Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber, Alexander Schindler und Frank Buttermann. Hallo da draußen, hallo an den Empfängern, an den Weltempfängern, an den Radios, an den Kopfhörern, an den AirPods. Hier ist die Fernsehschatztruhe, hallo Frank. Hallo Alex. Ja, egal wo ihr uns hört, wir sind ja über alle möglichen Wege empfangbar, ob YouTube auf der einen Seite, Podcast-Portale auf der anderen Seite, und es gibt immer mehr Radiosender, Webradios, die uns auch ausstrahlen. Das Ganze könnt ihr gerne mal nachlesen auf unserer Internetseite fernsehschatztruhe.de. Und die Fernsehschatztruhe verkörpert ja quasi so ein kleines bisschen die Fernsehgeschichte. Und heute wollen wir uns mal wieder ein bisschen der Fernsehgeschichte widmen, und zwar dem Genre Reality-TV. Jetzt wollt ihr sagen, ne? Reality-TV, das ist doch nicht Fernsehgeschichte, und man glaubt es kaum. Heute kennen wir ja diese Reality-Soaps mit, was gibt's da alles, du kennst dich da besser aus, ne? Also ja, mit den Geissens, die Boldies, genau, ja. in den 2000ern war es dann ja auch mal Giovanni Zarella und Katzenberger, ja. Das ist aber allerdings dann quasi schon die Moderne des Reality-TVs. Es gab schon in der Vergangenheit, und man mag es nicht glauben, man kann schon sagen, quasi die Mutter aller Reality-Shows. Mhm. Und ihr werdet überrascht sein, ne Frank? Ja, denn Reality-TV, bevor es das Wort überhaupt gab, gab es schon in den 70er Jahren. Das ist ja 70er Jahre, wie, was, wo, ja. Denn damals hat das WDR-Fernsehen eine Familie begleitet. Es sollte eine typische deutsche Arbeiterfamilie sein. Und die nannten sich die Fußbräuchs. Das Ganze gab einen Film 1977, der hieß Ein Kinderzimmer. Da wurde eine Familie eine Woche lang begleitet. Das Ganze pausierte dann 12 Jahre lang, bis es 1989 wieder weiterging. Man schaute nach, was hatte sich in diesen 12 Jahren getan, und hat dann aufgrund des Zuschauererfolges gesagt, daraus machen wir eine Serie. Und das Ganze lief in der Tat 100 Folgen lang und 10 Jahre in mehreren Staffeln im WDR-Fernsehen. Das Ganze waren die Fußbräuchs, und ich freue mich sehr, heute den Sohn der Fußbräuchs begrüßen zu dürfen. Wir schauen auf seine, in Anführungszeichen, Fernsehkarriere zurück, gleich bei uns in der Fernsehschatzruhe. Frank, Fußbräuch. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail@fernsehschatztruhe.de. Frank Fußbräuch ist ein deutscher Reality-TV-Star. Der gelernte Betriebsschlosser wurde im Fernsehen durch den TV-Doku-Film Ein Kinderzimmer 1979 bekannt, in dem das Kinderzimmer einer typisch deutschen Arbeiterfamilie dokumentiert werden sollte, um den vermeintlichen Überfluss an Spielzeug bei den damaligen Kindern darzustellen. 10 Jahre später suchte der WDR die Familie Fußbräuch erneut auf, um diesmal deren Familienalltag vor laufender Kamera ungeprobt zunächst in einem Dokumentarfilm, später als Serienreihe eben als Doku-Soap zu präsentieren. Von 1989 bis 2003 entstanden 100 Folgen in 17 Staffeln. Diese wurden im dritten Programm des WDRs häufiger wiederholt. Frank Fußbräuch war anschließend in verschiedenen TV-Formaten zu sehen, unter anderem bei Big Brother, Das Sommerhaus der Stars und Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Frank Fußbräuch. Hallo Frankie, hallo. Hallo, schönen guten Tag, danke für deine Zeit. Und jetzt muss ich mal sagen, es hat sich ja wirklich in letzter Zeit ganz viel Neues ergeben. Da sprechen wir gleich natürlich ganz ausführlich drüber. Die erste Frage, die wir immer gerne stellen, weil wir reden ja auch über altes Fernsehen, war, was sind eigentlich deine allerersten Fernseherinnerungen? An was kannst du dich als allererstes erinnern, deine ersten Helden im Fernsehen sozusagen? Ah, meine ersten Helden waren Dick und Doof. Okay. Ja, die habe ich geguckt natürlich. Und was ich auch geliebt habe, war die Werbung zwischendrin. Die war ja noch viel schöner als mittlerweile jetzt. Das kann man ja gar nicht mehr gucken alles. Da hat man ja viel mehr Spaß. Ja. Noch so eingängige Melodien auch, die man sich dann auch eingeprägt hat. Ne? Die konnte man mitpfeifen, mitsingen, das war alles viel schöner.
Ja, gab es auch diese, wie man das von früher kennt, diese berühmten Samstagabende mit der Familie? Hat man sich da Wetten, dass, Dalli Dalli oder irgendwie sowas angeguckt? Kannst du dich daran erinnern? Ja klar, wir haben auch früher Peter Frankenfeld, Dalli Dalli kam nie samstags, das weiß ich Gerade noch. am Donnerstag, genau, Ja, ja. richtig. Ja klar, haben wir die zusammengeguckt, haben wir da gesessen. Da fahren ja auch wunderbare Shows. Mittlerweile, du hast ja wirklich nur noch Mist im Fernsehen. Also meiner Meinung nach. Also es hat sich ja so stark geändert alles. Da macht überhaupt keinen Spaß mehr so. Es war ja schon schön, eigentlich, obwohl ich bin jetzt kein Fan von Wetten, dass. Aber ich fand es einfach schön, so mal wieder ein paar Jahre wieder zurück und dann war Wetten, dass wieder da mit dem Gottschalk. Das fand ich toll, ne? Das war mal was anderes, als ständig irgendwelche Kochsendungen oder Singen oder irgendwas. Ja, wenn das fühlte sich ein bisschen so an, als wäre es nie weg gewesen, ne? Als hätte es Corona und alles nicht gegeben und als wäre es wieder der Samstagabend mit der Familie, Chipstüte auf und man freut sich einfach mal wieder. Genau, du bist einfach zurückversetzt in 1975. Ja, genau. Und da sind wir ja schon sozusagen beim Thema, denn Ende der 70er, 79 hat euch ja das erste Kamerateam besucht, damals im legendären Film Ein Kinderzimmer. Und es war ja so, dass die Ute Diehl damals, glaube ich, in der Klasse unterwegs war bei euch und hat geguckt nach Kindern, die Lust haben, sich begleiten zu lassen, oder? Genau so war es. Da haben sich 250 Kinder gemeldet und die haben uns dann ausgesucht. Und hattest du gleich Bock darauf oder warst du auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ins Fernsehen, will ich das? Oder hat man sich damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht? Da gab es gar keine Frage, weil ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Die hat zwar gefragt, wer will ins Fernsehen, aber wenn du da als Zehnjähriger sitzt, dann denkst du dir ja nicht darüber nach, dann kommst du ins Fernsehen. Du wolltest einfach nur, hast einfach mitgemacht, hast die Hand hochgehoben und hast gesagt, ich möchte auch gerne. Aber was daraus dann geworden ist, das wusste ja keiner im Vorfeld. Da haben wir uns auch keine Vorstellung davon machen können, weil war halt eine andere Zeit. Mittlerweile ist das ja so, jedes Castingformat hat dann seine Superstars. Nur früher wussten wir ja gar nicht, wo der Weg hinführt beim Fernsehen. Ja. Wir wissen ja auch nicht, was in 20 Jahren bei uns jetzt passiert in der Zukunft. Und das wussten wir ja damals auch nicht. Ja, das stimmt. Heute kann durch YouTube und Co. eigentlich jeder sich seine Kamera ins Zimmer Ja, stellen, sozusagen, ne? genau. Genau. Wenn du dir heute diesen ersten Film anschaust, der ja als eigenständiger Film erstmal konzipiert wurde, wenn du das anschaust, wie du da mit den Eltern agierst, und du warst jung, die Eltern waren jung, du siehst dein Kinderzimmer, das ist typisch 70er Jahre, ob es die Tapeten sind, ob es der ganze Stil ist. Wie ist das, wenn du das heute anschaust? Wirkt das ganz fremd oder fühlt sich das wie, ja, wie einfach zu Hause an? Also ich weiß, wenn ich sehe, dass ich es bin, kann mich aber nicht so daran erinnern, aber es fühlt sich gut an. Also ich fühle mich sehr geborgen, wenn ich das sehe. Und ich freue mich immer, wenn ich meine Eltern dabei sehe, weil die jetzt in dem Alter waren, wo ich jetzt bin. Ja, Und stimmt. das ist schon unheimlich schön und warm alles für mich persönlich jetzt, weil ich liebe den Film einfach. Keine Ahnung, ich kann es nicht so beschreiben, aber das ist einfach fantastisch. Ist so ein bisschen so, als hätte man früher so die erste Heimkamera laufen lassen und hätte so ein bisschen gefilmt, oder? So wie man klein war. Und jetzt hat man es halt wirklich in professionell sozusagen vorliegen. Das war ja damals auch nicht Standard, Ende der 70er. Kannst du dich daran erinnern, als das ausgestrahlt wurde, haben das Mitschüler gesehen oder welche im Umfeld oder gab es da noch keine Reaktionen? Da kann ich mich gerade mehr daran erinnern, wie die Kinder darauf reagiert haben. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das habe ich auch gar nicht so bewusst mitbekommen. Okay, kannst du dich denn daran erinnern, ob ihr das damals im Fernsehen auch angeschaut habt, als das das erste Mal Ja, gezeigt wurde? natürlich. Das haben wir angeguckt. Klaro. Na, aber schämt sich halt ein bisschen, ne, am Anfang. Da denkt man, ach du Scheiße, wie spreche ich denn? Wie hört sich deine Stimme an? Wie siehst du denn aus? Und das geht einem schon durch den Kopf. Ja, und Obwohl, dann das hat's ja habe in ich jetzt der auch noch. Und dann hat es ja in der Tat 10 Jahre gedauert, bis es zu einer Fortsetzung gekommen ist. Kannst du dich noch daran erinnern, was der Grund war, warum die Ute Diehl damals nach 10 Jahren erst wieder auf euch zugekommen ist und gesagt hat, jetzt wollen wir wirklich eine ganze Serie, eine ganze Staffel produzieren? Das war also 10 Jahre später, weil ich ja dann einen Führerschein hatte, habe eine leere Stelle angefangen, ich hatte eine Freundin.
Und daraufhin hatte die ja dann gesagt, wir möchten das gerne weitermachen. Aber das war ja nicht direkt die Staffel, sondern da kam erstmal ein Pilotfilm von 1,5 Stunden. Da bin ich mit der Marita, mit meinen Eltern nach Ibiza geflogen. Und daraufhin haben die Leute dann gesagt, wir wollen mehr davon sehen, weil es gab es im deutschen Fernsehen, es gab ja nur erste, zweite, dritte Programm. Und die Leute haben gesagt, wir wollen mehr davon sehen. Wir wollen sehen, wie andere Leute leben, wie die sich verhalten und was die auch so machen, damit wir uns damit identifizieren können. Das wollten die Leute sehen. Das ist ja mittlerweile auch so, immer noch. Wir wollen ja immer bei Leuten in die Wohnung reingucken und denen ihren normalen Alltag sehen. Das ist ja nun mal das Schönste anscheinend im Fernsehen, was man so sehen kann. Das stimmt. Bloß seit vielen Jahren fragt man sich, wahrscheinlich weil der Zuschauer mittlerweile ein bisschen mehr weiß, fragt man sich bei neuen Sendungen immer, ist das echt? Also man sagt ja gerne, ist das real oder ist das fake? Damals hat man sich keine Gedanken drüber gemacht, sondern man hat gesagt, man filmt den Alltag mal mit. Und du hast ja mal erzählt, es gab kein wirkliches Drehbuch, aber wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Dinge geplant habt, habt ihr das mitgeteilt im Team und dann hat man euch begleitet. Genau, wir haben das also im Januar hatten wir uns immer zusammengesetzt und hatten besprochen, was wir alles machen. Und dann hat der WDR gesagt, oder die Frau Diel, da machen wir mit und da machen wir mit. Aber ganz ehrlich, bei uns gab es auch nie die Frage, sind wir fake oder real, weil wir sind einfach eine geile Familie. Wir waren immer real, wir sind immer real, wir werden immer real bleiben. Und wir haben es nicht nötig, irgendwelche Leute in Bären aufzubinden. Wenn ich sage, ich habe abgenommen, dann brauche ich nicht zu sagen, ich habe mit irgendwelchen Produkten abgenommen. Wenn ich sage, ich habe eine Freundin, dann habe ich auch eine Freundin oder eine Frau. Dann brauche ich nicht irgend so ein Model aus dem DSDS da rauszusuchen und dann so eine Fake-Beziehung machen. Das bringt dann einfach nicht. Irgendwann kommt es sowieso raus und dann bist du auch weg vom Fenster. Ja, Du genau, sollst und da hat schon bei sich der ja. Wahrheit bleiben, ne? Also ein Das bisschen. stimmt. Ja. Das stimmt, ja. 100 Folgen waren es ja dann, glaube ich, ziemlich genau Genau. 100 Folgen, oder? Ja, genau. Und dann hatte sich ja über 10 Jahre natürlich die Medienlandschaft auch ein bisschen verändert. Hat man dann einfach auch gesagt, jetzt hat man eigentlich alles mal erzählt, jetzt waren wir 10 Mal im Urlaub und jetzt haben wir hier, haben wir. Dieses und jenes begleitet, jetzt wird es Zeit, das zu Ende zu erzählen, oder wie kam man dazu zu sagen, jetzt ist es auch genug? Naja, es war ja irgendwann mal alles erzählt und irgendwann sollte man doch eigentlich auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass mal aufhören, bevor die Leute sich langweilen und dann nicht mehr gucken, weil wir hatten ja einen super Erfolg mit der Serie. Es hat mega viel Spaß gemacht, den Leuten hat viel Spaß gemacht. Ich meine, ich sage mal so, die Leute gucken mal auf YouTube, immer noch YouTube, immer noch alle Folgen an. Die lieben uns. Ja, besonders mein Papa, wenn er da seine Sachen macht und renoviert und alles. Ich glaube, es ist nur ein Glaube, dass viele Leute sich nochmal eine Folge angucken würden, wenn wir nochmal eine machen würden. Zumindest, wann ist aus den Fußboys geworden? YouTube Papa wird jetzt 82, Mama wird 75. Ich werde 54. Wir sind jetzt alle alt. So. Und so die alle, die in unserem Jahrgang sind oder auch in dem 1940er Baujahr, so wie mein Papa, die kennen uns natürlich alle. Es gibt eigentlich keinen, der uns nicht kennt, sagen wir mal in Nordrhein-Westfalen. Weil die haben uns alle geguckt. Ja. So. Und die würden bestimmt auch mal sagen: Ja, was ist denn aus den zwei geworden, aus den drei? Was ist denn damit passiert? Ne? Genau, und wenn man bedenkt, wie viele Familien ja begleitet werden, ob das die Geissens sind, die Wollnys sind, die Wollersheims früher mal. Also es gibt ja viele Beispiele dafür, dass das Abfilmen eines Privatlebens die Leute interessiert. Warum hat es nie geklappt? Ich habe ja mitbekommen, in den ganzen Jahren hat man ja hin und wieder mal Gespräche geführt mit Firmen und so weiter. Warum ist es letztendlich nie, hat es letztendlich nie geklappt, dass man sagt, jetzt gucken wir mal, wie geht's den Fußboys heute und bringen das bei Kabel 1, RTL 2 oder sonst wo? Weil RTL und so weiter gesagt haben, das ist ein Format vom WDR und da gehen sie nicht dran. Und der WDR hat gesagt, die Geschichte der Fußboys ist erzählt und lasst den Fußboys ihre wohlverdiente Ruhe. Das haben die uns mal geschrieben, also zu den Leuten. Okay. So. Und ja, ich habe auch mitbekommen, dein Papa war sich ja auch nie so sicher, ob er das generell nochmal machen würde wollen, oder? Dass er sagt, ah, das ist für mich auch auserzählt. Ich weiß nicht, ob ich nochmal vor der Kamera erzählen möchte. Wie ist das so aktuell? Hätte er da nochmal Lust, so für so ein einmaliges Revival nochmal mitzumachen? Mein Papa hat vor 2 Wochen lustigerweise nochmal gesagt, ich stelle ja doch und zieh einen Film.
Ja gut, ja, hat er gesagt. Also da sagt meine Mutter echt, Fred. Ne? Selbst, dann sagt er, ja, würde ich echt aber gerne machen. Aber wir machen ja zwischendurch immer noch ein paar Videos. Also das reicht ihm auch, wenn ich das mache oder hier Gitarrenguru. Dann ist das okay. Aber ich glaube, weil laufen kann er nicht mehr so gut, das müsste dann schon im Wohnzimmer sein. Weißt du, und ja, wenn, das wird schwierig. Also in Urlaub fahren kann er nicht mehr. Und renovieren kann er natürlich auch nicht mehr. Einzige, was er immer noch kann, ist reden. Und Ja. ist auch weiterhin an dem interessiert, was in der Welt so passiert und hätte auch zu allen möglichen Sachen eine Meinung, oder? Der hat zu allem eine Meinung und der ist gar nicht mal so dumm. Wirklich nicht. Der war schon immer ein intelligenter Mensch und der interessiert sich immer noch für die ganzen Sachen, die in der Welt passieren. Der liest auch jeden Tag die Zeitung, der guckt auch Tagesschau. Internet macht er nicht, das macht die Mama mehr. Aber ansonsten interessiert er sich schon für alles, klar. Gibt es eigentlich von diesen 100 Folgen so ein besonderes Highlight für dich, so eine Lieblingsfolge, wo du sagst, also die habe ich unzählige Male geschaut, das ist mein absolutes Highlight in all den Jahren gewesen? Nee, gibt es nicht. Für mich ist das Highlight, dass ich meine Eltern so sehe, wie ich sie eigentlich auch. Weil mein Papa ging auch mal schlecht eine Zeit lang jetzt vor kurzem. Und dann erinnere ich mich immer, wenn er dann so da sitzt, zum Beispiel in dem neuen 70er-Film, wo er die Mini-Pli hat und hat diese komische Kette an mit diesem orangenen Hemd und hat eine richtig kräftige Stimme und sagt, oh, oder irgendwas hat er da erzählt. Und dann denke ich dann oft dran, wenn ich dann bei ihm bin und hat so ein Piepsstimmchen gekriegt, ist ja auch alt und ist ja auch alles wunderbar so. Aber dann denke ich da gerne drüber nach und denke, Mensch, was war das ein geiler Vater? Oder was ist das? Denn nicht was war, sondern das ist ein richtig geiler Vater, aber was hat er sich doch in den Jahren jetzt verändert? Und da erinnere ich mich sehr gerne dran. Ja, ist ein schönes Vermächtnis dann auch irgendwann, dass man sagen kann, ich habe so in gewissen Zeitabschnitten, habe ich immer die Möglichkeit mal zu schauen, wie war die Zeit damals, wie waren die Eltern, wie waren ihre Genau. Ansichten, wie haben sie ausgesehen. Genau. Jetzt muss man sich ja vorstellen, die Zeiten haben sich ja durchaus verändert. Wenn heute was ins Fernsehen kommt, muss man auch durch Social Media immer damit rechnen, die Leute versuchen vielleicht die Adresse rauszufinden, stehen vor der Tür, klingeln einfach. War das zu euren Zeiten auch schon so, dass Fans vor der Tür gestanden haben, geklingelt haben und gesagt, ich will einfach mal Hallo sagen? Ja, aber doch immer noch. Ist Also, immer noch so? ja, Okay. natürlich, klar. Die Ja. pilgern immer noch nach Buchheim, die Leute, klaro. Okay, Ja. und wie reagieren die Eltern dann? Ja, die klingeln, dann machen die auf und wenn die, und dann hofft dann bei Papa, dass die ein Stückchen Kuchen dabei haben. Okay, danach war es ja durchaus so, dass man dich auch in den verschiedensten Formaten dann hat sehen können. Ich glaube, das erste größere Format war dann Big Brother 2004. Ja, genau. Hast du dich beworben? Warst du bei einem Casting oder hat man dich angefragt? Wie kam es dazu? Nee, da habe ich mich beworben. Da war ich bei dem Okay. Casting. Ja. Ja. Also, ja. Nee, ich muss sagen, die Reality-TV-Sachen, die sind schon geil. Also, die machen schon sehr viel Spaß. Weil welcher normale Mensch hat schon mal die Möglichkeit, in solchen tollen Formaten mitzumachen? So, ich sag mal so, zum Beispiel Sommerhaus der Stars oder so, die sind so mit so viel Liebe die ganzen Spiele gemacht und so viel Arbeit steckt dahinter. Das macht mega Spaß. Das ist schon geil. Sind wir schon beim Thema Sommerhaus der Stars, eine Sendung, die ja durchaus nicht unumstritten ist, ne? Egal, ob bei der Presse oder auch bei den Zuschauern, wo man durchaus sagt, oh Leute, habt es da nicht ein bisschen übertrieben mit euren Streitereien? Wie ist das, wenn du dir eure Staffel heute anschaust? Gibt es da Momente, wo du sagst, das hätten wir auch anders lösen können oder findest du es auch heute noch richtig, wie ihr damals miteinander umgegangen seid? Also ich finde es absolut richtig, was wir da gemacht haben. Wir haben uns nicht beschimpft mit du Hurensohn oder du Schlampe oder was weiß ich. Oder du. Gibt ja noch ganz viele andere Worte, die jetzt mittlerweile so benutzen. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns zwar ein bisschen gestritten da. So im Nachhinein hätte ich ihm vielleicht noch ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet. Dem Felix. Aber ansonsten fand ich das schon geil. Aber da fing dann an. Also danach die Staffel, da war glaube ich mit Willi Herren, ne? Da ging es ja schon richtig zur Sache und es wurde ja immer asozialer danach. Fand ich schon schlimm. Ja, kannst du dir vorstellen, wie hättest du in dieser Staffel reagiert, wenn du dabei gewesen wärst? Hättest du auch versucht zu deeskalieren und zu sagen, Willi,
jetzt hock dich mal hin, ihr kanntet euch ja auch gut, zu sagen, Willi, jetzt atme mal tief durch, das geht nicht, dass du dich hier vor den Kameras so präsentierst. Nee, ich hätte meinen Beistand gegeben. Ich hätte dem geholfen. Ich hätte nicht gesagt, jetzt Willi, beruhig dich mal. Wenn das also gerechtfertigt ist, dann ist es gerechtfertigt. Gut, ich meinte jetzt mit Lisha und Lou, wenn die da gesagt haben, du Hurensohn und so, das finde ich scheiße. Ich meine, ein bisschen Streit muss in so einem Format ja drin sein. Ich meine, sonst kannst du dir auch die Waltons angucken oder was weiß ich, was das da so gibt. Ja? Aber ein bisschen Zoff muss schon sein, aber damit mit Respekt und wie heißt das, mit... Ja, mit Würde und mit Anstand. Ja, mit Anstand, genau. Genau. Ja. Und wenn du da so ein André siehst und da wird durch die Gegend gespuckt und so weiter, kannst du dir vorstellen, wie du in dem Moment reagiert hättest? Ich hätte meine geklatscht. Ich hätte meine auf die Fresse gehauen. Also ich hätte mir eine Backpfeife gegeben, auf jeden Fall. Ich lasse mich ja nicht bespucken in so einem Format. Das geht nun mal nicht. Also, ja gut, schlagen ist kein entspanntes Verhältnis. Aber nein, das sollte man auch nicht machen. Aber ich lasse mich auch nicht amrotzen. Also so geht es ja nicht. Ne? Bin ja ein erwachsener Mensch. Ja, die Frage ist natürlich, also hat das Team vorher gesagt, zum Beispiel, wenn es so wirklich zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, da greifen wir auch ein, gab es da Security im Hintergrund, die immer parat standen, um einzugreifen, oder? Nee, es gibt keine Security, es geht eigentlich nie einer davon aus, bei so einem Format, dass sich irgendeine handgreiflich da was macht. Also, gibt es nicht. Wir waren ja ganz alleine in dem Haus, da war auch kein Security, aber... dass da wirklich mal eine anspuckt oder eine klatscht, da ist ja nicht nie einer von ausgegangen, dass das mal irgendwann so weit geht. Und dann ging es ja, wenn man sich diese Trash-TV-Historie anschaut, bis zu diesem Höhepunkt Promis unter Palmen. Kannst du dich daran erinnern, als du das damals geschaut hast und gedacht hast, also das geht jetzt auch alles zu weit, was da im Fernsehen gezeigt wird, oder hast du dich trotzdem gut unterhalten gefühlt? Nee, ich habe dann keine Lust mehr zu gucken. Irgendwann war mir dann zu viel, aber Promis unter Palmen, das war, dann mit diesem Mobbing und dem ganzen Scheiß. Nee, das macht einfach keinen Spaß mehr. Das sind dann die Leute, die bei irgendeinem Love Island-Dingensbums damit machen, die natürlich auch auffallen müssen, sonst hätten sie nicht weiter gebucht. So, aber was die sich dann einfallen lassen, das ist einfach unterste Schublade und da macht es mir auch keinen Spaß mehr. Ist ja halt irgendwie so uninteressant. Und das wären jetzt auch keine Dinge, wo du, wenn ein Redakteur kommt und sagen würdest, hier Frank, jetzt leg mal eine Schippe drauf, sei mal ein Stückchen aggressiver. Also das wäre für dich keine Option, um irgendwie irgendwo weiterzukommen. Nö, auf keinen Fall. Nö, nö. Ich kann auch die Leute motivieren und Spaß haben, wenn ich nicht irgendwelche Leute beschimpfe oder anpacke oder was weiß ich. Also, genau, dann war es ja letztes Jahr so, dass du als Anwärter in der Dschungelshow warst, weil du gerne in diesem Jahr in den Dschungel gegangen wärst. Hast du dir eigentlich im Vorfeld überlegt, was wäre, wenn ich wirklich, jetzt war es in diesem Jahr ja in Südafrika, wirklich dahin fliegen würde und wäre wirklich in den Prüfungen und musste wirklich 2 Wochen lang Reis und Bohnen essen? Kannst du dir vorstellen, ob du dich verändert hättest, hättest du noch Freude oder wärst du dann jemand, der auch mit Sicherheit sickig gewesen wäre oder so? Nee, ich wäre da mit Freude reingegangen, klar, natürlich. Das ist so die Königsklasse, ne, Dschungelcamp. Also, ja. Gab es da Prüfungen, wo du gesagt hättest, ob ich das mache, also diese Essensprüfung zum Beispiel, hättest du das durchgezogen? Ja, jetzt kann ich das ganz klar mit Nein beantworten, weil ich hätte es gar nicht geschafft. Ich habe einen Magenbypass. Also von daher, ich hätte gar nichts essen können. Also trinken oder essen ist für mich natürlich tödlich, ne? Genau, aber so vom Ekel her, von der Überwindung, hättest du das? Ach, das ist mir egal. Ich hatte auch einen Schwanz gegessen. Okay. Genau, und dann sind wir schon beim Thema. Denn du hast ja jetzt Ende letzten Jahres einen Eingriff machen lassen, einen Magenbypass. Und das vereint uns gerade so ein bisschen, denn ich kämpfe ja gerade drum, um die Kostenübernahme sozusagen. Bin seit über einem Jahr jetzt mit der Krankenkasse da im Clinch und habe jetzt Gott sei Dank vor 2 Wochen eine Klinik gefunden, die gesagt hat, wir machen das auch ohne Kostenzusage und holen uns sozusagen nach der OP die Kosten von der Krankenkasse wieder. Wie war dieser Prozess? Du hast ja, ich konnte das lesen, 153 Kilo war, glaube ich, das Höchstgewicht. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Das heißt, es war ja eine Zeit,
wo das denn mehr wurde und mehr wurde, du vielleicht gemerkt hast, ich werde träger oder ich habe weniger Lust, mich zu bewegen oder wie war dieser Prozess bis dahin, dass du gesagt hast, jetzt muss was passieren, so kann es nicht weitergehen? Naja, ich war ja irgendwann mal 130 Kilo schwer und ich wollte eigentlich für die 2 davor haben, also unter die 130. So, dann habe ich eine Diät gemacht und nach der Diät, das war dann Low Carb. Dann ist es, sag ich mal, 2, 3 Wochen Low Carb und dann irgendwann kotze ich das matschige Gemüse so an, dann isst du mal wieder ein paar Nudeln und dann nimmst du auf einmal wieder zu, dann hast du dann 135 Kilo. Und dann isst du mal wieder was, dann hast du 140 Kilo und dann machst du wieder eine Diät, dann so eine Keto-Diät mit Fettessen. Das hat dann irgendwie nicht so richtig funktioniert, dann hast du 145 Kilo. Das ging dann immer so weiter und irgendwann habe ich dann gesagt, das geht so nicht weiter, ich fühle mich ja total unzufrieden. Ich kann mich nicht mehr im Spiegel angucken, ich habe nur noch Jeanshosen mit Stretch, ich kann mir die Schuhe nicht richtig zubinden und nur noch, wenn ich runtergehe, Luft hole wie so ein Fisch, gehe runter und schnür mir die von der Seite zu und dann hängt die Schleife an der Seite von den Schuhen. Dann kannst du nicht richtig laufen, du kriegst nicht richtig Luft, du, deine Knie tun weh, die Fußgelenke tun weh, alles. Das ist alles scheiße. So. Und damals im Sommerhaus der Stars hat ja die Patricia Blanco, der Iris Abel, gesagt: Aber mach doch mal so Magenbypass. Aber anstatt zu sagen: Ey, Frank, du bist auch Schweinchen dick, ich war ja schon immer was dick jetzt in den letzten Jahren, hätte ich mal besser überlegt, warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht vor 2 Jahren schon gemacht, Idiot? Nee, ich habe gedacht, boah, ja, die Iris, die kann das ja echt gut vertragen, die ist ja was dick, ne? Aber da ich selber dick bin, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ich Idiot. So. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann. Wir saßen irgendwann jetzt im Oktober oder so, saßen wir in einem Biergarten von einer Freundin in der Altstadt. Und da kam mir irgendwie die Idee: Bypass, Magen-Bypass, Magen-Bypass, Dennis Schick. Also Dennis Schick, der von Traumfrau gesucht, ne? Hat er das ja machen lassen. Dann habe ich den Dennis angerufen, hey, sag ich, Dennis, was hat machen lassen? Da hat er mir dann vorhin die Telefonnummer gegeben. Und dann habe ich mich da angemeldet, ja. Und dann war ich in der Adipositas-Zentrum in Köln-Ehrenfeld, im San Francisco Krankenhaus. Ja, und dann habe ich mich informiert. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich. Dann mache ich. Brauche ich gar nicht zu überlegen. Kannst du mir ein bisschen erzählen, also gab es auch schon Vorerkrankungen? Ich kenne das ja von mir. Ich habe zum Beispiel seit 10 Jahren mit Diabetes auch zu kämpfen. Und da gibt es natürlich auch Folgeerscheinungen, sei es die Nerven, die in den Füßen kaputt gehen, dass man nicht mehr alles spürt, dass die Beine da durchaus nicht mitmachen. Wenn man viel läuft, dann ist man schnell außer Atem oder da gibt es ja viele Dinge. Und mein Arzt hat damals, ich erinnere mich genau, gesagt, wenn Sie nicht irgendwann was machen, dann treffen wir uns in 5 Jahren wieder. Sie sitzen im Rollstuhl und Sie sind blind und sind impotent, weil ja alles mit den Blutgefäßen zu tun hat. Und gab es von deinem Arzt auch so eine Art Diagnose, der gesagt hat, wenn sie jetzt nicht machen, dann geht das irgendwann nicht gut aus? Nee, das kam nicht von meinem Arzt, aber ich hatte auch jetzt ein Jahr lang hatte ich Bluthochdruck. Der war natürlich eingestellt, natürlich mit Tabletten. Und ich hatte dann auch die letzten 6 Monate oder 9 Monate Anfangsstadium Diabetes. Ich war auf 6,9, der Langzeitwert. Dann hatte ich wieder was abgenommen auf 6,5 oder so. Und nach der OP ist alles weg. Ich habe keinen Bluthochdruck, ich habe keinen Diabetes, ich habe gar nichts. Ich bin also kerngesund. Also ich habe keine Erkrankung. Ich bin gesund von Kopf bis Fuß. Außer meine Nase, die ist verstopft im Moment. Deswegen. Aber ansonsten. Nee, nee, kein Thema. Also das geht alles davon weg. Das kommt eigentlich alles nur von der blöden Fresserei, von diesem unkontrollierten Essen. Und das ist auch so das Thema hier, wenn man Magen-Bypass hat, dann, warte, ich muss mich noch richtig hinsetzen, dann ist also nicht mehr der Lebensmittelpunkt Essen. Ne? Ich habe früher gerne gegessen oder ich esse immer noch gerne, aber ich esse kontrolliert. Zum Beispiel esse ich keine Kohlenhydrate mehr, weil ich genau weiß, ich esse 4, 5 Gabeln. Da kann ich auch Gemüse essen. Warum soll ich denn kein Gemüse essen? Ich muss ja keine Kartoffeln oder Nudeln essen. Ich bin ja sowieso schnell satt.
War es dann aber so, dass er gesagt, dieses letzte Stadium, dass du dann immer mal wieder zugenommen hast, dann hier nochmal 5 Kilo mehr und da 5 Kilo mehr. Wie hat denn deine Frau reagiert? Hat die durchaus auch mal gesagt, Frank, da müssen wir mal was machen? Oder hat sie immer gesagt, du, ich liebe dich so, wie du bist, auch mit 150 Kilo, das ist mir egal? Die hat mich schon unterstützt dabei, wenn ich immer versucht habe abzunehmen. Aber natürlich liebt sie mich so, wie ich bin. Ich liebe die eigentlich ja auch mit allen Ecken und Kanten. Das hat ja nichts damit zu tun, ob die jetzt dicker ist. Der Mensch ist ja derselbe und das Herz ist immer noch ein gutes Herz. Aber natürlich hat sie gesagt, naja, klar, dick ist dick, aber was willst du machen? Ich liebe den Kerl, ne? Ja, aber man macht sich als Partner ja auch Sorgen eventuell, ne? Dass man sagt so, oh, wo könnte das mal enden? Ich meine. Aber die Elke wollte das auch nicht, dass ich das mache. Die hatte Angst davor, dass ich nicht mehr wach werde. Ja, also das sind in der Tat auch Gedanken, die mich umtreiben, ne? Man ist in einer Vollnarkose, die Operation dauert ein paar Stunden. Anderthalb. Anderthalb, okay. Ja. Kannst du dich noch erinnern, jetzt war der Tag vor der OP. Bist du da mit einem guten Gefühl reingegangen oder du sagtest gerade schon, eventuell auch ein bisschen Angst, was ist, wenn es nicht gut ausgeht? Macht man sich solche Gedanken? Ja, der einzige Gedanke, den ich mir gemacht habe, ist, dass ich nicht mehr wach werde. Das war mir, der Rest ist mir egal, weil ich meine, das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt einmal am Tag so oder einmal im Monat so eine Operation mache. Ich mache das ja jeden Tag viermal. So, und das Einzige, wo ich Angst vor hatte, war vor der Vollnarkose, dass ich nicht mehr wach werde und die Elke auch. So, aber das ist alles so geil, das ist alles so mega cool organisiert im Krankenhaus gewesen. Das war ein Traum. Wirklich. Jetzt wissen wir von deinen Eltern, gerade von deinem Papa, der sagt ja immer frei heraus, was er denkt. Ist dem aufgefallen, dass da auch in der letzten Zeit immer mal ein bisschen Gewicht wieder drauf gekommen ist, hat er mal was gesagt? Und wie haben die wegen der OP reagiert, als du es ihnen erzählt hast? Ja, das habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal, habe ich ein Video drüber gemacht. Das Erste, was er gesagt hat, finde ich gut. Ja, ich sage, wie findest du gut? Ja, sagte Frank, finde ich klasse, dass du das machen willst, du bist sowieso zu dick. Ich sage, echt? Nee, sagte, finde ich echt gut. So, und da war für mich die Sache ja perfekt. Also, da wusste ich alles klar. Die stehen hinter mir und ja, was soll mir noch passieren? Alles gut. Jetzt ist es ja so, Magenbypass, für alle, die nicht so genau wissen, was danach los ist. Du kannst ja viel, viel weniger Nahrung aufnehmen. Das heißt, eventuell zwei, drei Bissen und dein Körper sagt dir, ich bin satt, ich möchte gar nicht mehr. Wie schnell ging die Umgewöhnung? Wie leicht ist dir das gefallen, dich daran zu halten? Ja, du wirst ja erstmal wach im Krankenhaus und kannst ja noch nicht mal trinken, weil du keinen Durst hast. Und dann sagen die, du musst 1,5 Liter am Tag wie heißt das Wasser? Ich komme nicht drauf. Stilles Wasser, Stilles, ja. genau. Stilles Wasser trinken, 1,5 Liter, sonst können wir dich nicht entlassen. Und dann musst du mal gucken, dass du da 1,5 Liter runterkriegst. Das ist ja Wahnsinn. Und nö, das mit dem Essen, das ist kein Problem. Du hast einfach keine Lust auch mehr aufs Essen, weil du genau weißt, worum es geht. Es geht ja nicht darum, das heißt ja, es geht ja jetzt nicht darum, ich will jetzt tausende von Pralinen essen, kann aber nur eine essen. Nee, ich will gar keine Pralinen essen, weil mich das nicht interessiert. Die Lust ist auch gar nicht mehr da jetzt, Ja, oder? nee, Ja. oh, gar nicht. Okay. Am Anfang war natürlich so, wenn die Elke dann da am Tisch gesessen hat und hat gegessen, da habe ich gesagt, oh komm, das kann ich mir jetzt nicht antun, wenn ich mir das jetzt angucke, was du da isst. Mittlerweile, wir gehen auch essen. Dann esse ich ein, zwei Gabeln und dann bin ich fertig damit. Okay. Und super. Okay. Und ich habe gelesen, die ersten 20 Kilo sind schon weg, sind schon geschmolzen, sozusagen. 23. 23, ja, genau. Ja. Was ist dein Ziel? Na, ich bin jetzt auf 130,5 und ich sag mal so, je nachdem, wie gut es noch aussieht, so zwischen 100 und 110 möchte ich schon. Okay. Also so 25 Kilo auf jeden Fall noch jetzt. Okay, und haben die Ärzte gesagt, sollst du jetzt auch zukünftig gucken mit Sport, mit viel Bewegung? Haben die dir da so Aufgaben mit an die Hand gegeben? Nee, die Ärzte sagen eigentlich gar nichts. Das macht die Ernährungsberatung und so weiter. Du sollst dich natürlich sportlich betätigen. Ich gehe ab dem 1.3. hier in Fettweis macht ein neues Studio auf. Das wird gerade noch gebaut. Da gehe ich wieder ein bisschen pumpen. Und ja, du hast aber auch mehr
Lust, dich zu bewegen. Also du gehst auch gerne mal zu Fuß zum Einkaufen, anstatt mit dem Auto zu fahren, weil dir fällt ja alles viel leichter. Genau, dass man Ja. keine Kurzatmigkeit mehr und man hat wieder Genau. mehr Lust, sich zu bewegen auch, oder? Ja, du kannst dich bücken, wenn da einem was hinfällt, kannst dich bücken, kannst dich hinlegen, dann aufheben, dann kann ich ja nachher gar nicht mehr machen. Okay. Wie ist das mit der Rückbildung der überschüssigen Haut? Gibt es da auch final, dass du sagst, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann gibt es da eventuell auch nochmal eine OP, eine Bauchstrappung oder irgendwas oder eine Hautstrappung? Also als erstes, da wo ich war, die haben also direkt die OP mit angefordert bei der Krankenkasse. Die machen also die Operation plus die OP in einem Jahr später. Dann gibt es noch eine Sache, wenn du keine Hautrisse, ich sag mal, am Bauch hast, dann könnte es sein, dass die Haut noch so elastisch ist, dass sie wieder zurückgeht. Also ich habe keine Bauchhautrisse. Mein Bauch ist auch bis jetzt zurückgegangen, ohne. Ich hoffe mal, dass das einfach weitergeht so. Aber ansonsten, ja gut, dann mache ich halt nochmal eine so eine OP in einem Jahr. Das ist mir egal, ne? Ja. Ich fühle mich ja da wohl damit. Jetzt gibt es, ich bin auch auf Facebook in ein, zwei Gruppen, die sich mit dem Thema Operation Magenbypass, Schlauchmagen, Magenbänder beschäftigen. Und es gibt ganz viele Menschen, die auch durchaus so ein bisschen sich, aber soll ich das machen? Ich traue mich nicht. Oder Ja. ist die Hürde so groß? Ich habe Angst. Kannst du denen ein bisschen Mut machen und denen sagen, dass es sich lohnt, sich diesem Abenteuer zu stellen? Also als erstes, es gibt keine Magenbänder mehr, weil die meisten, die ein Magenband hatten, haben ein starkes Sodbrennen gekriegt. Deswegen gibt es eigentlich nur noch Magenbypässe. So. So, und zweitens, die Leute, das ist ja das Problem, keiner weiß genau, wie es funktioniert, weil sich noch nie einer so richtig informiert hat, hat aber Angst davor. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte den Leuten, wenn die Fragen haben, können die sich gerne bei mir melden und ich gebe denen auch eine Antwort. Weil es dauert, ich habe auch einen gehabt, der hat mich gefragt, das dauert doch ein Jahr, bevor du da alles fertig haben musst und so weiter. Nee, das dauert kein Jahr, das dauert 3 Monate, dann bist du damit durch. Du musst ja ein paar Sachen erfüllen, mit Lungenfacharzt, Magenspiegelung, Schlaflabor, wenn du schnarchst, aber die Dicken schnarchen alle, das ist nun mal so. Die haben Schlafaussetzer, dann Ernährungsberatung und Psychologe. So, ein paar Sachen muss man halt machen. So, dann machst du die Dinger und dann kannst du dich zur OP anmelden. Das ist alles. Das ist also wirklich kein Hexenwerk. Okay. Und ja, in deinem Sinne, du sagst ja mittlerweile auch, hätte ich das eigentlich schon viel eher gemacht, oder? Genau, ja, hätte Ja. ich auch besser. Ja. Ja. Ich möchte noch kurz als letztes drüber sprechen, über Zukunftspläne. Gibt es da? Jetzt habe ich natürlich gesehen, überall Social Media mäßig, der Kartoffelpüree ist am Start. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, aber Kartoffelpüree, Himmel und Erde. Ich meine, das ist ein Kultessen hier in Köln. Jeder kennt Himmel und Erde und da muss man sowas mal auf den Markt bringen. Und das ist 100% vegan, das ist ohne künstliche Zusatzstoffe. 2 Minuten in die Mikrowelle und du hast einen perfekten Kartoffelpüree von frisch gestampften Kartoffeln. Also, da kommt noch viel mehr, weil also jetzt kommen wir wieder auf den Magenbypass. Nach dem Magenbypass musst du ja 2 Wochen pürierte Suppen essen. Oder solltest du, ne? So, und wir haben so mega geile Suppen gemacht, die Elke und ich. Und die wollen wir jetzt von demnächst auch noch rausbringen. Weil es gibt doch viele Leute, sag ich mal, die sind alleinstehend oder können nicht mehr kochen oder möchten nicht kochen oder wie auch immer. Und dann haben die halt die Möglichkeit, auch die pürierten Suppen danach dem Magenbypass zu essen. Okay. Jetzt habe ich, wie gesagt, das Social Media mäßig ein bisschen verfolgt. Und du bist ja durchaus jemand, der sich auch, glaube ich, alleine seitdem er in den Medien stattfindet, sich auch so ein bisschen, ja, einen kleinen Panzer angelegt hat, auch mit kritischen Aussagen. Wenn du da Kommentare liest, die auch sagen, mein Gott, Kartoffelpüree aus dem Glas, die stampfe ich mir Ja. lieber selber. Kannst du mit solchen Kommentaren gut umgehen oder trifft dich das auch ein bisschen? Sag, probiert doch wenigstens erstmal und dann sagt eure Meinung. Nee, nee, mittlerweile ist es so, dass wir darüber lachen, weil es einfach langweilig ist. Es ist egal. Ich könnte grüne Pullovers herstellen. Dann würden die Leute sagen, wie kann man nur grüne Pullovers herstellen? Dann bist du in irgendeinem Format, dann steht dann da Reality Star, dann schreiben die wieder welcher Star. Ja, das ist bei jedem so. Bei Magen-Bypass schreiben sie, mit Magen-Bypass kann jeder abnehmen. Das ist gar kein Thema. Bei Kartoffelpüree, wie kann man so eine Scheiße fressen? Das ist nun mal so. Die Leute, die sind einfach gegen alles, manche Leute. Und wenn du ein Bild malst, dann heißt es so, ein Bild malt meine Tochter. Aber
Aber ganz ehrlich, wenn ich hätte keinen Bock überhaupt, irgendeinen Text zu schreiben, wenn mir irgendwas nicht gefällt, käme ich gar nicht auf die Idee. Die müssen ja so eine Langeweile haben und die müssen so unzufrieden mit ihrem Leben sein. Ach, das ist ja schrecklich. Ich meine, Facebook war ja nicht dafür da, um irgendwelche Hetze oder Hater hier hochzubringen, sondern eigentlich war doch Facebook dafür gedacht, um Leuten zu zeigen, ey, was mache ich gerade oder was ist schön oder was ist lustig oder guckt euch das mal an. Aber nee, aber es gibt immer so eine kleine Gruppe von Personen, die einfach nur haten. Egal was es ist. Und wenn du sagst, das T-Shirt ist blau, dann sagen die, nee, nee, das ist rot, der Fußbusch, der spinnt doch. Also schrecklich. Aber ist mir egal. Ja, interessiert dich eigentlich nicht. Nee, das interessiert mich nicht. Das ist ja so lächerlich. Okay. Können wir dich bald wieder mal im Fernsehen sehen? Gibt's da ein bisschen was, wo du uns schon heiß machen kannst, sozusagen? Gibt's da demnächst was? Ja, heute bei Explosiv. Über die OP dann oder über den Ja, Kartoffelbrei? genau. Ja, Nee, über das die ist OP. diesmal Magen-Bypass. Ja. Okay. Und ansonsten 2022, gibt's da Pläne? Ist da was in Aussicht oder? Nee, im Moment nicht. Momentan nicht, Nee. nö. Nee, nee, Okay. nee. Es kommt ja erstmal der Kampf der Reality Stars mit der Iris Klein und so weiter. Und das gucken wir uns erstmal an. Ja, mal gucken. Wer weiß, was kommt, ne? Wer weiß es nicht. Gut, aber ja, in absehbarer Zeit, ich glaube, wenn man dich anfragt, Bock hast du immer, oder? Ja, auf jeden Fall, außer dieses prominent getrennt. Also, da habe ich gestern noch mit der Elke drüber gesprochen. Also, stell dir mal vor, die würden sagen, ich ziehst du mit der Pia in das Haus ein. Das könnte ich der Elke nicht antun. Das würde ich Okay. nicht machen. Nein. Okay. Aber habt ihr seit langer Zeit auch schon keinen Kontakt mehr oder habt ihr noch Kontakt, Pia und du? Mit der Pia, nein. Nein. Nein, der hat schon Kontakt mit seiner Ex-Freundin, die vor 30 Jahren war. Das war 1991. Also, nee, 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 nee. Die Heike sieht man öfters mal, im Buchheim wohnt die noch, aber sonst. Ach, Marita habe ich noch getroffen. Biedemann, mit der ich 89 in Ibiza war. Mit der habe ich regelmäßig so alle halbe Jahre schreiben wir uns mal per WhatsApp oder so. Klasse. Ja, war eine aufregende Zeit. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es mit der Abnahme sozusagen weiter vorangeht und dass auch gesundheitsmäßig da natürlich sich viel zum Positiven verändern wird. Das ist ja immer das Wichtigste. Alles kann passieren, aber Hauptsache die Gesundheit stimmt, ne? Ja, genau. Und ja, für alle, die wie gesagt noch Fragen haben, dürfen dich bestimmt gerne über Facebook oder Insta mal kontaktieren. Zum Genau. Thema Magen-Bypass schreibt da den Frank Pusbrech gerne an. Der antwortet euch mit Sicherheit auch und traut euch, dass es lohnt sich. Da haben wir jemand dran, der das bestätigen kann. Ne? Genau. Können wir gerne machen. Super, dann danke ich dir, lieber Frank, wünsche dir alles Gute, liebe Grüße an die Frau und alles Liebe, vielen Dank. Alles klar, Frank. Vielen Dank. Danke dir, ciao. Mach's gut. Tschö. So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now, Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald. Von Hintertupfingen bis Winterlohe, jeder hört die Fernsehschatztruhe.